wenn ich jetzt einfach hier auf die... Natürlich Stufe 10, alles klar. Natürlich. Was haben wir da? Montana... Kurfürst... Buffalo... Vanguard auf kurze Distanz sogar auch. Ewig keine Vanguard mehr Matchmaker gesehen. Fletcher, Fletcher, Jutland. Okay. Telekinese! Willkommen zurück. Ja. 50 Stunden. Ja, ist mir auch eben so aufgefallen. Ich wurde zwischenzeitlich geratet und ein paar sind sogar da geblieben. Nee, ist natürlich alles nur, das ist mein natürlicher Growth, also ich schaffe das natürlich in einem Stream von durchschnittlich 6 Zuschauer auf durchschnittlich 50 Zuschauer zu kommen. Das ist alles meinem unglaublichen Skill hier zu verdanken. Ja, ich meinen Kapitän gefunktet. Relativ Standard. Also ich kann es nach dem Gefecht gleich mal zeigen. Aber wirklich, ich habe noch gar keinen sonderlich groß ausgereiften Kapitän. Aber zeig ich nach dem Gefecht mal. Meinem T-Shirt zu verdanken, ja, ja. Oh, wie soft. Falsche Firma. Wie spiele ich hier? Weißt du? Da. Spiele ich hier Warships im Ubisoft-Shirt. Hallo, Fletcher. Schieß schön meine Jäger ab. Also dreht raus. Nein. Oh, trotzdem nicht schlecht. Ah, 4000. Da kam noch ein anderer mit rein, ne? Die Anziehungskraft des Army, das. Die Legende sind wahr. Echt so. Echt so. Komm. Wenn die Montana da hinten schon so ein bisschen alleine steht, mit Ausnahme von der Fletcher, dann. Können wir da ein bisschen was machen. Aber wir wissen noch nicht, ob da nicht noch irgendwer steht. Drehst du wieder raus? Wieso drehst du wieder raus? Ich meine, ich möchte trotzdem von außen angreifen. Damit ich dann reinfliegen kann, vielleicht noch die Fletcher spotten auf Rückweg. Ah, alles klar. Okay. Wenn du unbedingt deine Jäger rausholen willst, dann schicke ich schon mal zwei wieder nach Hause. Die Shima ist auch noch da, alles klar. Shima und Fletcher. Nur falls ich gespottet werde, erstmal kurz hinter die Insel. Oh oh. Wieso war er jetzt aufgedeckt? Wir haben doch hier kein Radar, kein Nichts. Haben die einfach blind reingefeuert? War es aber sehr, sehr on point. Mit dem. Oh. Ich möchte eigentlich weniger in die Montana wieder reinfliegen. Obwohl der Jäger ist jetzt weg, aber trotzdem Shima, wenn sie so allein hier steht. Ist mir da ein bisschen lieber. Jetzt kann ich wieder auf die Fletcher gehen. Ah, obwohl die Fletcher steht jetzt auch in der Nebelwand. Man hört noch ein... Oh, oh, der Zerstörer explodiert. Schön wär's. Schön wär's. Also bei den Gegnern, nicht bei unserem. Die Nebelwand ist extrem lang.
Kommt er wieder raus, oder? Das Problem dabei ist, es ist amerikanische Nebelwand, das heißt, es geht 2 Minuten. Ich will jetzt eigentlich nicht 2 Minuten hier warten, bis er wieder rauskommt. Da ist er. So, Verbündete hier vorne. Das ist jetzt euer Q, weil ich kann ja jetzt nicht mehr rennen. Ah, das haben sie nicht geschafft, ne? Nee. Gut, dann drehe ich wieder um auf die Shima, weil... japanische Nebelwände gehen nicht so lang. Wir haben schon 2 Leute verloren. Gegner haben nur einen verloren. Wollte gerade schon sagen, wenn die Shima jetzt noch in der Nebelwand hier steht, dann bin ich aber extremst überrascht. Jetzt habe ich noch ein kleines Problem, weil ich muss mich um die Fletcher kümmern. Weil die fährt sonst durch, flankiert unser halbes Team. Finde ich jetzt eigentlich nicht so geil, dass ich jetzt hier die ganze Zeit aufgehalten werde. Aber unsere Fletcher hat einfach vergessen, dass sie eben noch in einem Duell mit einer gegnerischen Fletcher war, fährt weg. Unsere Ohio hat auch keinen Bock mehr. Das heißt, da stehe ich jetzt komplett alleine. Ja, da pingte noch die Map. Oh ja, da ist ja jemand, ne? Aber fahren gleichzeitig auch wieder weg, ne? Super Hilfe, Leute. Fletcher, Ohio. Bisschen Hilfe wäre nett. Am geilsten finde ich immer unsere Fletcher, die sich eben noch hier das Duell geliefert hat mit ihr hier und dann einfach so. Ne. Da werde ich gleich aufgedeckt. Muss ich noch mal ein bisschen mehr hinter die Insel fahren, weil sonst wird das schwierig. IA zu sehen als vorher. Wichtiger IA zu sehen als vorher, sagst du eigentlich. Also, Luftverteidigung war ja immer irgendwo wichtig. Die Sache ist, im Moment ist Luftverteidigung sogar eher skill-based als vorher. Von daher sind gerade so Captain-Skills oder sowas jetzt nicht so unbedingt super-duper wichtig. Tatsächlich. Also ja, klar, wenn du sowieso ein Flugverteidigungskreuzer hast oder sowas, spielst. Bitte. Dann ist natürlich Flugverteidigung immer irgendwo wichtig. Ich habe keine Wahl, ne? Wenn ich den jetzt gewähren lasse, ich muss da einfach noch ein bisschen reinspammen. Das ist doch echt kacke. Ich meine, er möchte mal... Ah, alles klar. Okay. Oh Gott, danke, Ohio. Danke, danke. Danke geschrieben, weil, ey, ohne Mist. Die Hälfte des Spiels verbracht, einfach nur den einen da zu jagen. 0 Schaden gemacht. Und meinem Team so gar nicht geholfen. Da ist die Jutland.
Jetzt pink du high oder oben, aber ich weiß jetzt halt. Ich kann jetzt nicht noch die Schimmer jagen gehen und die linke Flanke komplett ignorieren. Vielleicht kriege ich einen glücklichen Torpedotreffer hier auf die Schimmer hin. Das wäre natürlich das Nonplusultra, auch wenn ich es bezweifle. Gerade mit den japanischen Torpedos ist das so. Ich meine, die sind schnell, die hauen gut rein. Aber was so Präzision gegen Zerstörer angeht, ist es halt echt nicht so das Wahre. Gerade vorbei, ey. Vielleicht gerade nochmal ausprobieren hier. Vielleicht haben wir ja Glück. Gucken wir mal, ob die Jutland hier in der Mitte wieder... Ey, ich bin dieses Gefecht nur am Zerstörer jagen. Ja, sie brauchen ein paar Meter, bis sie aktiv sind, das stimmt. Also es sind diese grünen, ist es dieser grüne Balken da vorne in diesem Torpedo-Ding. Da vorne ist auch noch ein Fletcher. Ey, und unser Team ist jetzt hier links so komplett auseinandergenommen worden, ne? Ey, fuck. Einfach nur. Unsere Ohio ist auch raus. Wir sind aufgedeckt, das heißt, die Schimmer ist aus der Nebelwand raus. Aber dieses Gefecht ist doch echt zum Heulen. Echt zum Heulen. Da willst du Schaden machen an Großkampfschiffen und allem Möglichen und hast dann hier mehrere Zerstörer. Ich meine, wir kriegen sie jetzt. Schön. Puh. I don't care. So, was haben wir da drüben noch? Vanguard, zwei Zerstörer wieder. Und ein Kurfürsten. Ein Kurfürsten, der noch nicht gespottet wurde? Das ganze Gefecht? Ah, da oben ist er. Wenn er mal noch da ist. Ah, ich will eigentlich erst die Vanguard, dann die Jutland. Guck mal, ich will sowieso ein Torpedo vorher wieder zurückschicken. Also, zwei Flieger. Da kann ich doch auch... Ich meine, das wird eh nichts, aber... die Torpedos von ihm kommen gut, aber nicht gut genug. Da müssen wir nachhelfen. Ein bisschen Schaden für mich. Und dann wieder zurück zu Zerstörer-Duty. Jetzt habe ich nicht mal den Schaden bekommen, weil die vorher schon zerstört wurde. Fletcher holt jetzt die Jutland vielleicht raus. Das wäre sogar gut. Jetzt die Frage, wo die gegnerische Fletcher noch ist. Schaffst du es? Kann ich dir helfen? Schaffst du, ne? Da muss ich nicht mehr. Alter Schwede, willst du mich verarschen? Ich sag noch, oh ja, der schafft's, ja, kein Problem. Kein Thema. Kurfürst spottet mich, nicht die Fletcher. Kriegen wir
Feuer vielleicht für ein bisschen mehr Schaden. Hey, ein Feuer. Macht das aus? Lässt das brennen? Ist noch ein Feuer im hinteren Bereich? Nein, natürlich nicht. Der Fletcher ist da oben. Oh, ich hoffe, unsere Sir Louis kriegt das hin. Heißt aber auch, wenn ich jetzt nach C fahre und die Fletcher dann da oben ist, dass ich dann schon wieder auf der Störer muss. Ich will nicht die ganze Zeit nur... Ich will nicht die ganze Zeit nur gegen Zerstörer. Ich meine, im Moment sind wir das auch noch am Verlieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen Druck machen. Im Idealfall kriege ich da jetzt ziemlich guten Damage auf den Kurfürsten hin. Und danach hole ich meine AP-Bomber und drücke dem noch ein paar Zitadellentreffer rein. Das ist der Idealfall. Wir heilen ein bisschen gegen. 9000, nicht wirklich viel, er heilt sich auch wieder. Überflutung wäre cool. Muss aber nicht unbedingt sein, aber wäre schon cool. Da ist eine. Repariert er? Repariert, ne? Ja. Ach, natürlich. Schaffe ich jetzt auch nicht mehr, ne? Nein, das ist zu viel Schaden. Fuck. Sir Louis, nimm den Zerstörer raus. Ich versuche C einzunehmen. Was ein Gefecht. Was ein bescheuertes Gefecht. Ah. Ah, sehr gut. Oh, wunderbar. Sehr gut, jetzt. Alter. Ey, was ein Gefecht. Die beiden bekommen beide ein Lob. Ah, verdammt, wir können es... Na, können wir es noch verlieren? Ja, ne? Wenn er uns beide rausnimmt. Aber eine Fletcher und mich rausnehmen? Wir haben 900 Punkte? Ne, es schafft er nicht mehr, ne? Boah. Ey, Leute. Was ein Gefecht. Meine Nerven liegen blank. Kriegen wir da überhaupt Zitadelltreffer drauf? Na, ah, da ist... Warum? Ja, wir kriegen immer einen Zitadelltreffer drauf. Warum musste das vom Code her so programmiert werden? Oder ich weiß nicht, ob... Na, es ist Code, das ist nicht nur UI. Dass... Wenn man drei Flugzeuge im Angriff hat... Und zwar, eins wird abgeschossen, dass dann der Aiming Reticle auch nach links verschoben wird. Es ist doch im Grunde genommen weniger Arbeit, die Flugbahn zentral zu halten, als da jetzt irgendwie die beiden Flugzeuge, die noch da sind, und dann geht da die Kamera trotzdem bei... Was? Naja gut, was verstehe ich schon von Coding? Ich arbeite ja nur bei Ubisoft. Gut.